Wir wollen jetzt diese Möglichkeiten nutzen, um in M-Block das Ganze jetzt für den Mikrocontroller aufzuarbeiten. Das heißt, wir wollen, das Ziel ist jetzt hier mit Thunkable die LED vom Arduino, wie ich ihn hier aufgebaut habe, zu steuern. Das heißt, diese LED hier soll blinken oder eingehen, wenn der LED-Status 1 ist und soll ausgehen, wenn der LED-Status 0 ist. Dazu muss ich M-Block für mein Gerät vorbereiten und ich bin hier bei M-Block bei Geräte und wechsle jetzt hier auf Hinzufügen. Was möchte ich hinzufügen? Ich habe einen Arduino Uno angesteckt, also wähle ich Arduino Uno aus und bestätige mit OK. Somit habe ich jetzt die Voraussetzung, den Arduino Uno mit Hilfe von M-Block zu programmieren. Ich benötige hier, um die Kommunikation mit dem Computer herzustellen, noch eine Erweiterung. Das bereiten wirklich alles so vor, dass wir sie nachher verwenden können. Ich gehe also hier bei Arduino, bei Geräten auf Erweiterung und suche mir die Erweiterung Upload Mode Broadcast. Diese füge ich hinzu und habe jetzt die Möglichkeit, mit dem Programm mit der Figur hier von M-Block zu interagieren. Diese Figur ist sozusagen unser Zwischenstück zwischen dem Internet und dem Arduino. Was meine ich damit? Ich möchte gerne, und da wechsle ich jetzt zu Figuren, dass hier die Daten eingelesen werden von Google Sheets und zu unserem Arduino durchgereicht werden. Für den Zweck brauche ich jetzt auch bei Figuren eine Erweiterung. Und zwar dieselbe Erweiterung, die heißt Upload Mode Broadcast. Ich gehe auf Hinzufügen und habe jetzt auch hier diese Optionen bei meiner Figur. Und jetzt gehen die Schritte so. Ich brauche jetzt einmal das Google Sheet. Ich muss das aufrufen und Daten einlesen. Wie gehe ich da vor? Wir haben Google Sheets ja schon vorbereitet für Thunkable. Und jetzt müssen wir es noch vorbereiten für M-Block. M-Block kann nicht standardmäßig darauf zugreifen, auch wenn ich mit denselben Daten eingeloggt bin. M-Block benötigt besondere Rechte auf dieses Sheet, weil es als Fremdanfrage kommt. Zu dem Zweck gehe ich bei dem Google Sheet auf Freigeben. Anschließend sage ich Ändern zu jeder, der über den Link verfügt. Und ich lasse jeden, der den Link hat, als Mitarbeiter. Also gebe ich die Mitarbeiterrechte. Das heißt, der darf lesen und schreiben. Und wenn ich das eingestellt habe, kann ich über M-Block auf dieses Google Sheet zugreifen. Zu dem Zweck kopiere ich mir hier diesen Link, der da generiert wurde, und wechsle jetzt drüber zu M-Block. Jetzt muss ich schauen, wo gebe ich diesen Link ein, damit ich zugreifen kann. Ich brauche tatsächlich auch noch eine Erweiterung hier für diese Möglichkeit. Also gehe ich auf Erweiterungen und sehe hier, es gibt auch hier die Erweiterung Google Sheets. Diese füge ich hinzu. Das heißt, ich habe bei den Figuren, bei dem Panda jetzt hier, die Erweiterung Upload Mode Broadcast und Google Sheets hinzugefügt. Und wenn ich jetzt dieses Programm starte, dann soll er mich verbinden. Ich sage also Steuerung, Ereignisse. Wenn, also bei Ereignissen finde ich jetzt, wenn diese Flagge geklickt wird, dann starte mein Programm. Und was soll gestartet werden? Bei Google Sheets steht Verbindung zu einem gemeinsamen Blatt. Und hier herein kann ich mit Steuerung V diesen Link von Google Sheets einfügen, den ich gerade vorher hier generiert habe, um eben ein Fremdprodukt darauf zugreifen zu lassen. Ich habe jetzt also diese Verbindung hergestellt und kann jetzt Daten abrufen. Und jetzt machen wir dieses Programm hier gleich fertig. Das heißt, er verbindet hier. Und jetzt will ich die Daten abrufen und zu meinem Arduino senden.
Da sich dieser Wert verändert, möchte ich das immer und immer wieder machen mit einer gewissen Verzögerung. Das erreiche ich hier mit Steuerung, wiederhole fortlaufend, also Endlosschleife, die aber am Ende immer 2 Sekunden kurz warten soll, damit er eben Zeit hat, die Daten auch wirklich einzulesen. Und jetzt hole ich mir diese Daten bei Google Sheets mit Zellwert bei Spalte 1, Zeile 1. Die Frage ist nur, wo schreibe ich es hin? Da ich ja mit dem Arduino kommunizieren will, brauche ich jetzt diesen Upload-Mode. Und das hier ist die Kommunikation mit dem Arduino. Ich sage also, Upload-Modus Nachricht senden. Was sende ich? Ich sende einen LED-Status und zwar mit dem Wert, der in dem Google Sheet drin steht, also mit dem Wert Zellwert bei Spalte. Und da müssen wir schauen, welche Spalte und welche Zeile das ist. Der LED-Status steht in Spalte 4, Zeile 2. Also nicht verwirren lassen, bei Thunkable war das Zeile 1, weil hier die ersten Daten stehen. Bei mBlock ist es aber jetzt wieder, wie man es eigentlich kennt, vierte Spalte, zweite Zeile. Und das gebe ich hier ein. Spalte 4, Zeile 2. Und jetzt sendet er mir alle 2 Sekunden den Wert, der bei Google Sheets, also der bei Google Sheets drinnen steht, in dieser Zelle. Das heißt, ich muss jetzt dann dem Arduino sagen, wenn du eine Nachricht bekommst, dann führe etwas aus. Ich bereite kurz den Arduino vor und zeige, wo ich was angesteckt habe. Hier ist die LED, die führt einerseits zu Ground. Ground, das kürzere Beinchen führt zu Ground. Und das längere Beinchen verbinde ich mit meinem Port Nummer 13. Das muss ich mir merken. Port 13, da kann ich die LED ein- und ausschalten. Das heißt, ich wechsle jetzt hier zu Geräte. Arduino ist eh ausgewählt und sage Ereignisse, wenn Arduino startet, dann bitte schau nach, ob du eine Nachricht bekommen hast. Das kann ich sagen bei Upload-Mode. Bei Empfang Upload-Modus Nachricht. Welche Nachricht? Eine LED-Status-Nachricht. Die heißt genauso wie bei den Figuren. Ich habe gesagt, sende eine LED-Status-Nachricht. Dann muss ich auch da reagieren, wenn genau so eine Art von Nachricht kommt. Und jetzt sage ich noch dazu, wenn? Das ist die Frage jetzt. Okay, wenn ich den Wert 0 bekomme, schalte aus. Wenn ich den Wert 1 bekomme, schalte ein. Ich habe nur 2 Unterscheidungen. Deswegen kann ich jetzt sagen, wenn dieser Wert, der hier gesendet wurde, 1 ist, dann schalte mir die LED ein. Das wollen wir jetzt hier erreichen. Jetzt kann ich hier diesen Upload-Modus-Wert hersetzen und sagen, wenn der 1 ist. Das Problem, was ich habe, ist, ich kann diesen Wert hier nicht nehmen. Und zwar nicht so, wie er da ist, weil das ist eine Zeichenfolge. Und er kann keine Zeichenfolge mit einer Zahl vergleichen. Aus dem Grund müssen wir aus dieser Zeichenfolge eine Zahl machen. Es ist aber kein Problem. Wir haben die Möglichkeit, hier bei Daten zu sagen, konvertiere in eine ganze Zahl. Und zwar, was soll eine ganze Zahl konvertieren? Diesen Upload-Modus-Wert. Und in diesem Block drinnen, wenn das drinnen ist, diesen gesamten Block kann ich jetzt verwenden für einen Vergleichsoperator. Das heißt, ich kann schauen, ist die Zahl, die da kommt, 1. Und wenn das der Fall ist, dann schalte mir bitte diesen digitalen PIN an Port Nummer 13. Weil ja die LED am Port 13 hängt, dann schalte mir die bitte ein. Wenn das nicht der Fall ist, dann schalte sie aus. Und man sieht jetzt schön, okay, ich habe jetzt hier keine Dann-Option. Es passiert öfters, dass man hier überlegt, ich habe nicht eine Sonst-Geschichte, ich kann jetzt nicht ausschalten.
Deswegen gehe ich nochmal her und sage, Steuerung, ich brauche nicht wenn dann, sondern wenn dann sonst. Und hier brauche ich nur mehr die einzelnen Teile übertragen, habe jetzt aber die Möglichkeit, hier die Alternative anzugeben, kopiere mir das hier runter und sage, okay, wenn es nicht 1 ist, ja, dann muss es 0 sein, dann schalte mir das Ganze aus. Und das ist jetzt der richtige Block. Und wie kann ich jetzt überprüfen, ob das überhaupt drüber gespielt wird auf dem Arduino? Einerseits, es muss natürlich verbunden sein mit dem Computer via USB. Andererseits gehe ich dann auf Verbinden. Zeige mir bitte alles an, was angeschlossen ist. Und dann habe ich entweder mehrere Anschlüsse, dann muss ich ausprobieren, welcher der richtige ist. Oder ich weiß es, welcher Anschluss ist, oder es ist überhaupt nur einer da, dann ist das der richtige. Und ich probiere zu verbinden. Ich sehe hier schon eine Reaktion am Arduino, der hat kurz geblinkt, also passt das. Und dann kann ich jetzt abschließend noch auf Hochladen klicken und sehe auch schon beim Arduino, dass sich gleich hier die LEDs ziemlich bewegen. Das ist jetzt die serielle Verbindung, die Daten sind übertragen. Und jetzt schaue ich, ob meine LED an oder aus ist. Sie ist jetzt aus. Warum ist sie aus? Weil in meinem Google Sheet steht hier LED-Status 0. Ich ändere jetzt den LED-Status auf 1, schalte um auf den Arduino. So, und jetzt passiert nichts. Es passiert deswegen nichts, weil ich nämlich meiner Figur noch nicht gesagt habe, dass sie starten soll. Das heißt, man muss eine Menge berücksichtigen. Einerseits das Programm auf dem Arduino spielen. Der macht jetzt die ganze Zeit nichts anderes wie abwarten, ob eine Nachricht kommt. Das zweite, was ich machen muss, ist, kann ich jetzt hier dieses Programm schon starten? Und zwar die Figuren, die ist nicht gestartet worden. Die muss ich starten, damit er sich verbindet mit dem Google Sheet. Das sagt jetzt hier, verbunden. Und in dem Moment beginnt jetzt diese Schleife zu laufen. Er holt mir die Werte aus dem Google Sheet. Und siehe da, die LED leuchtet, weil er jetzt eben diesen LED-Status wirklich übertragen hat. Das Ganze kann ich jetzt natürlich wieder verändern. Ich sage jetzt LED-Status 0. Und ich sehe jetzt verzögert, dass er die LED ausschaltet. Das heißt, mit Hilfe dieser einer Zelle steuere ich jetzt den Arduino. Und wenn ich jetzt dann das Smartphone, die App hernehme, also ThinkAble, dann werde ich natürlich bemerken, wenn ich jetzt hier bei Schreiben auf Ein gehe, das heißt, ich habe die App geöffnet, gehe auf Ein, wechsle sofort zum Arduino, er schreibt mir 1 in Google Sheets hinein und liest jetzt heraus, dass er eine 1 hat und startet die LED. Genauso klicke ich jetzt auf Aus und dann brauche ich nur kurz warten und die LED wird sich verlässlich ausschalten. Und so kann ich eine direkte Verbindung von ThinkAble zu Google Sheets und von Google Sheets zu mBlock herstellen, um dann tatsächlich ein Gerät, ein Mikrocontroller mit dem Internet zu verbinden. Der bekommt jetzt seine Befehle direkt vom Internet. Und dann kann man das Ganze steuern. Und das erweitert natürlich die Möglichkeiten immens.